Außerdem sind wir dermaßen berühmt, dass... Ich soll wahrscheinlich endlich anfangen. Ne? Hier, ja? Ja, richtig. Soll endlich anfangen. Also, werdes Publikum, liebe Leute, sehr geschätzte Damen, werte Herren, ja, die sind auch hin und wieder geschätzt, durchaus. Ne? Wir haben uns heute zu Ehren einer Dame versammelt, die unsere Weiblichkeit mit einigem an Wumms, neuem Wumms, zumindest theoretisch versehen hat. Frau Helga Götze, Tutsch! Ba-ba-ba-ba. Helga Götze ist leider schon tot. Als sie noch am Leben war, hat sie ganz nett auf die Pauke gehauen und manchen Posaunenstoß provoziert. Unter anderem einen von Herrn Rosa von Frauenheim. Rosa täuscht etwas, das ist ein Mann, und zwar ein schwulen Mann. Der hat ein Interview mit ihr geführt, dessen Wortlaut in diesem Buch hier niedergelegt ist. Helga Götze, geboren am 12.03.1922 in Magdeburg, seit 1942 verheiratet, 7 Kinder. Ich fange jetzt mal an, dem letzten. Liebesbrief für meinen Mann. Dass du mich schützt. Der Außenseiter, der alleine steht, ist stark und schwach zugleich. Er meint, die Stärke halte ihn, die Selbstgewissheit all der guten Argumente. Schreibt sie. Schreibt sie in einem Liebesbrief für ihren Mann. Ich breche einfach ab. Ich wollte damit das nur als Beleg für ein sehr fruchtbares Verhältnis zu ihrem Mann an den Anfang stellen. Es kommt nämlich gleich ein bisschen dicker. Das Ding ist ein Gedicht und lautet: Mit 40 ist das Ficken für eine Frau vorbei. Da ist eine Olle. Mit der Ollen ist es aus. Die darf jetzt nicht mehr ficken, sonst schmeißen wir sie raus. Der Papa, der muss schuften, sein Fimmel ist ganz schwach und seine Olle Olle, die macht es ihm bald nach. Die Olle ist eine Hure, die will jetzt immer noch, das wollen wir ihr verwehren mit diesem Ofenloch. Das Loch kriegt keine Zündung, denn Papa will nicht mehr. Und auch der liebe Doktor sagt: Schluss jetzt, bitte sehr. Sie war auch in der Drogenberatung tätig. Fantasie schafft Verwandlung. Reife, liebende Menschen, dem Du geöffnet, offene Ohren, hingebende Augen, sich dem Fremden öffnen, bereit zur Kommunikation. Liebe. Das nächste. Tick, tack, tick. Tick, tick, tack, kleine Uhr, kleines Herz, tick, tack. Jede Uhr, jedes Herz, tick, tack, tack, tack. Mal schnell und mal langsam, mal laut und mal leise. Und jedes Instrument hat nur seine Weise. Ticke, tack, ticke, tack, ticke, tack. Aus Angst rennt unser Mensch jeden Tag so wie ein Tier an die Arbeit, an den Futtertrog und hat dabei kein Pläsier. In der Überschrift der Uhrmachermeister. Ich habe es anders gemacht. Ich gab mein armselig Herz einem Uhrmacher in die Hand. Und der teilte geschickt meinen Schmerz. Er horchte liebevoll hin. Das Tick-Tack ging schmerzlich und hart,
Da legte er den Finger geschickt und erfahren an meinen Hals ganz zart. Und die Stelle war wunderbar. Alle Karte löste sich auf. Und die Nerven, die spielten die schrecklichen Schmerzen fort. Und das Blut kam in Lauf. Tick-Tack. Das Herz verschwunden der Schmerz. Tick-Tack-Tam-Tam. Das Blut. Neuer Rhythmus begann. Das Herz schlägt an. Das Ohrlein geht wieder gut. Das Öhrlein. Das Öhrlein geht wieder gut. Ticke, zack, tam, tam. Ticke, zack, tam, tam. Uhrmacher mit Herz und Verstand. Mit Hühnern und Sinnen. Händen geschickt. Weiß, wie man es macht. Dass die Uhr richtig tickt. Ticke, zack, ticke, zack, tam, tam. Jetzt bin ich gespannt. Das nächste heißt Rufmord. Ausrufezeichen. Es gäbe heute doch keinen Mord mehr, sagte lächelnd der Büttel des Gerichtes. Vollzieher, amtlich und aktenmäßig Schicksale verwaltend. Lass mal. Hexen verbrennen. Meine Damen, tut man nicht. Wir sind doch modern. Rufmord. Nie davon gehört? Der freundliche Doktor von und Amtsarzt in dieser mittleren Universitätsstadt, menschlich bei der Untersuchung mit männlichen Lehrlingen über Masturbation und Orgasmusschwäche sprechend, weisend, zeigend, fassend, den feinsinnigen Mechanismus des männlichen Gliedes. Sofort! Anzeige! Der! Hals über Kopf, ein Arzt, Frau und Kinder fort. Kein Mord, eine Existenz vernichtet. Tut man schnell nach dem Gesetz rechtens. Welches Gesetz? Das einer mechanischen Funktion nach Soll-Norm oder nach den Gesetzmäßigkeiten des Lebendigen? Moment, das war falsch. Also nochmal. Welches Gesetz? Das einer mechanischen Funktion nach Soll-Norm oder nach den Gesetzmäßigkeiten des Lebendigen? Schon besser. Schwer zu entscheiden, wessen Ordnung mehr gilt. Ordnung des wechselnden Lebens oder Ordnung der starken Ratio. Schaffen wir Mord durch Rufmord. Rufmord! Rechtens! Leben? Du musst weinen. Wir sind nur noch Büttel eines Rechtes, beherrschte Sklaven. Das ist 1973. Das heißt schmutzige Wäsche. Rische, rasche, resche, die Hausfrau, die liebt Wäsche. Wäsche blitze blank und rein, so kommt sie in den Schrank hinein. Oben hui und unten hui. Nur von innen ist man pfui. Rische, rasche, resche, blitzeblanke Wäsche. Ritual mit diesem Waschen? Ritual mit diesem Waschen lieben unsere Plaudertaschen. Auf der Leine rundherum tanzt die Wäsche diedeldumm. Wäsche, die ist blitzeblank, das sei Dank. Ja, Persil hält sich nicht rein. Diese Frau vor vielen Jahren wohnte in der Nachbarschaft. Jeder konnte es erfahren, diese wusch sehr mangelhaft. Sieben Kinder, also sie hat sieben Kinder.
frohe Feste. Lachen, Spaß und Heiterkeit, alles das ist längst vergessen. Nachbarn achten Reinlichkeit. Diese war sehr zu vermissen. Diese Frau, man weiß es gut, hing schon damals ihre Plünnen nicht recht reinlich wohlgemut. Nicht recht reinlich wohlgemut. 15 Jahre sind vergangen. Und die Frau, welch Sauerei, steht an allen Zeitungsständen und liebt freie Liebelei. Schmutzige Wäsche waschen alle. Hirngeil ist das ganze Land. Und die Frau, die flüchtig wusch, ist jetzt allen gut bekannt. Ich nehme mal das erste. Kinderverse. Überschrieben mit Butzen aufreißen. Der Appele zum Knabbele, zum Babbele, zum Sabbele. Baut, fliegt er in den Dreck. Dann ist der Butz halt weg. Das Mädele zum Krabbele, das Abbele zum Babbele und Sabbele und ich bin satt vom Schleck. Dann schmeiß ich sie halt weg. Erst muss ich sie aufreißen, hinschmeißen, bescheißen und bin ich satt vom Schleck, fliegt die Butze in den Dreck. Bin selbst so angeknabbelt, besabbelt, berabbelt, drum fress ich nur die Reste vom Feste, die Butzen zum Putzen und kommt der Rest vom Dreck, dann schmeiß ich ihn halt weg. Zug verpasst. Vom 18.04.72. Naja, es ist alles von ungefähr derselben Zeit. Ich habe einen Mercedes aufgerissen. Tolle Klasse, sage ich. Und der Mann dufte, wirklich, männlich durch und durch. So der Duft der großen, weiten Welt. Das heißt, er macht den Autoersatzteil, nährt seinen Mann. Und er, so 30 und unterwegs, so als Jäger, beutesuchend, nahm mich mit. Brauchte ein Auto, letzten Zug verpasst. Und wollte sonst, hatte die Absicht, müsste 14 Kilometer zu Fuß, Risiko natürlich, Autostopp. Heute macht ja keiner was umsonst, einkalkuliert. Der fuhr tatsächlich Umweg 30 Kilometer hin und zurück, kurz vorm Haus. Er wollte Bierchen trinken und küsste plötzlich und mehr und wirklich war schön, groß, männlich, gekonnt. Technisch begabt und hungrig, gute Mischung. Sprachen dann er und ich so von allem, Leben und Geld und so. Und er, ehrlich, könnte man sich heute nicht mehr, nee. Ehrlich, nee. Und er, ehrlich, könnte man sich heute nicht mehr halten. Eine Frau koste. Auto, ja, und er macht Rennen, so ein Porsche, mit Freunden zusammen und segeln, klasse Boote. Hält man sich das, was man liebt, Autos und Boote und Reisen, und ist eben allein, liebt sich und Objekte. Genug. Genug? Manchmal stehe ich auf dem Hauptbahnhof. Oft bildet sich ein Kreis. Zwei Männer kämpfen, sie sind wutentbrannt, viele lächeln und schauen verständnisvoll. Prügeln ist normal. Ich fuhr gestern mit einem jungen Mann, der betrunken und zerschlagen war, vor 16 Tagen aus dem Knast entlassen, ohne Unterkunft. Wir saßen im Zug. Und er flüsterte mir seine Not zu. Plötzlich umarmte er mich. Seine Lippen suchten die meinen. Nähe und Trost. In der Öffentlichkeit küssen,
Zärtlichkeiten austauschen, ist pervers. Das ist das Widerlichste. Ich hatte Angst, da du da warst und sagtest, du wolltest für dich schlafen. Denn vielleicht durch Gewöhnung würde der Zauber entschwinden. Ich erschrak. Die Einsamkeit ist oft zu nah. Da lächelst du. Heute Nacht unendlich. Wieso wolltest du Schonung? Und der letzte Abschnitt. Liebe wird durch Wiederholung und Variation ein Mehr. Wie sollten wir ein Rinnsal lassen, schleppend, da wir geschaffen sind, Meere strömen zu lassen? Mein lieber Scholli, was? Ja. Das ist überschrieben mit ein Gespräch mit Helga Götze. Ich möchte mich stark machen für eine ganz tolle Frau, Helga Götze. Sie ist 60 Jahre alt, ist vor 10 Jahren von ihrer Familie und ihren 7 Kindern weggegangen und beschäftigt sich seither ganz radikal mit Sexualität. Helga ist, wo immer sie auftritt, eine Provokation. Aber nicht deswegen setze ich mich für sie ein, sondern weil wir so viel von ihr lernen können. Helga beklagte sich später in einigen Telefongesprächen und vielen Briefen, dass ich nicht mit ihr ficken wollte. Ficken bedeutet für sie Kommunikation und sie fühlte sich von mir ausgenutzt. Aber sie meint offenbar, das geht nur, wenn die anderen sich auch für sich weiterentwickeln wollen. Aha. Ich will ficken, sagt sie. Morgens, mittags, abends, dann fühle ich mich gut. So steht das hier, ne? Na ja. Na ja, gut. Okay. Schön, ne? Gottes Willen. Ja gut, jede Birne sei Pläsierle, ne? So, okay. Ich regte mich fürchterlich über sie auf, warf ihr vor, schwulenfeindlich zu sein. Ich warf ihr Frauenfeindlichkeit vor, weil für sie der Schwanz eine solch große Rolle spielt. Rosa von Traunheim. Ich hatte die allgemeine Resignation um mich herum akzeptiert. Ich erkannte, dass wir die verrückten, festgefahrenen, neurotischen sind. Und Helga eine der wenigen klaren, intelligenten, konstruktiven Menschen ist. Ich beschloss, Helga zur Hauptdarstellerin meines Films Rote Liebe zu machen. Helga merkte, dass ich sie ernst nahm und willigte ein. In einer anarchistischen Regierung wäre Helga Götze für mich, er steht hier, ne? In einer anarchistischen Regierung wäre Helga Götze für mich die einzig adäquate Gesundheitsministerin. Mein Ego ist so aufgefüllt mit Familie, mit Sachen und ich will eigentlich jetzt nur noch an Körper ran, an Menschen. Meine Mutter war unglaublich sauer, dass ich immer mit meinem Vater rumschmuste, übrigens bis zum 13. Lebensjahr. Da habe ich mal auf seinem Schoß gesessen und gemerkt, der hat auch so einen Schwanz, so ein Ding zwischen den Beinen. Mir hat er gesagt, Zitat, man sieht nicht, man fasst nicht an. Zitat. Der hat selbst 3 Punkte, wow,
von dem Augenblick an wollte ich mit meinem Papi nichts mehr. War einst ein stolzer Schweizer Bub. Dem fiel das Lieben schwer, denn all sein Lebtag hatte er damit nur stets Malheur. Sein Mütterlein war hehr und groß, sehr streng und unnahbar. Da stand er immer stramm vor mir und fand sie wunderbar. Katholisch war das liebe Kind, ein Messebub, welch Staat. Und als der Pfarrer Ficken sagt, da wusste er bald Rat. Er steckte ihm sein Arschloch hin, der Pfarrer traf so gut. Das fand das Büblein interessant und ihm wuchs Mannesmut. Als er dann an die 18 war, da wollte er zum Schwofeln ein Schweizer Mädli, lacht ihn aus und ist ihm weggelaufen. Bald musste unser Schweizer Mann zuerst mal in den Krieg und kämpft sich durch die Welten hin, kommt endlich zu einem Sieg. Der Mann fing zu studieren an, ein kluger Professor nahm ihn als Freund zum Lernen an und nahm ihn hinten vor. Da kriegte unser Schweizer Kerl doch endlich einen Schreck und denkt, so geht das aber nicht, ich hab wohl einen Defekt. Er nahm sich eine Schweizer Maid, wollte gesetzlich kopulieren, sie zeugten auch ein herzig Kind, dann tut sie kapitulieren. Die Brust ist nur zum Stillen da, sagt ihr ein frommer Prete. Und unsere Frau folgt diesem Rat und ist etepetete. Was macht nur unser Schweizer Mann? Die Frau lässt sich nicht ficken. Da geht er in einen Männerclub und tut sich willig bücken. So 20 Jahre tat er das und tut so schrecklich greinen. Das darf man nicht, ich bin ein Schwein, ich muss so dolle weinen. Denn ich bin bi, mein armes Weib ist nun so sehr betrogen. Ich schwör ihr lieb, sie, seht an, ist doch von mir belogen. So bleibet unser Schweizer Knab ein Bube noch mit 50. Denn das Programm der Schweizer Welt ist durch die Berge dünstig. Und unser Mann hat nur gelernt, was ihm die Großen sagen. Und mit den dummen Sprüchen voll muss er sich täglich plagen. Und gibt die Sprüche Ei der Daus an seinen Buben weiter. Die Schweizer Welt, hurra, hurra, die ist beständig heiter. Wer an die Sprüche glauben kann und sich brav an sie hält, dem stimmt das ganze Scheißprogramm und auch die Schweizer Welt. Du verkrampftes Kind, entlassen aus den Gefängnislöchern des Staates, verlassen, eine Nacht bei mir, in mir, und manchmal sehe ich dich und wir lächeln uns zu, und deine Hand nahm vergangene Woche meine in die Wärme der deinen, danksagend. Kleines Tier, gefangen in den Süchten des Vergessens. Drogen, Alkohol, Erinnerung, Karussell im Gehirn. Sein Geschlecht wie eine Pumpe benutzend, um dem Verbot des Gewissens zu trotzen.
das die katholischen Väter setzten und pervers mächtig bleiben gegen die bessere Einsicht des Schutzes bei der gebenden Frau. Einsam und allein auf den Gassen der Stadt, hochmütig und besessen, starren die Augen und die Hirne denken wüste Bilder ihrer Information. Gewalt, Macht, Brutalität und Sadismus. Ich habe mich entblößt, frierend und nackt, biete ich mich da, rufe die Not. Ihr lacht geil und geilend, ausrotzen, fotzen, benutzen und verlassen, benutzt und verlassen wurden, unglückliche, sprachlose Tiere. Was noch mal was aus der Jugend. Ich bin die Rira Rockerfrau. Das ist die Überschrift. Ich habe meine Sichten. In jedem Leben gibt es stets die Rechte und die Pflichten. Mein Mann, der gute Rocker Hans, der saß im Knast die Zeit und ich hielt ihm sein Nestchen warm und blieb für ihn bereit. Er wollte dann, mein süßer Du, er wollte einen Wagen. Doch die 30.000, das ist klar, die konnte er nicht tragen. Da ging ich für ihn auf den Strich. Das war ja meine Pflicht. Für ihn tu ich doch alles gern, sonst liebte ich ihn nicht. Doch er, das ist wohl bombenklar, muss tun, was ich erwarte. Er darf nicht fremd gehen, wehe ihm. Das gibt Folgen harte. Dann fliegt er raus, nicht Hansemann. Du weißt genau Bescheid. Du bist mein Mann und musst parieren. Und ich dein Eheweib. Ich setz genau die Pflichten ein, die du so hast zu machen. Und sonst, mein lieber Rocker, du, gibt es nichts mehr zu lachen. In der Abteilung Jugend. Ne? Na, etwas erweiterte Jugend, sagen wir mal. Ne? So, ne? Mal sehen, was da sonst noch zu bieten hat, die Jugend. Ja? Also die hat, Moment mal, die hat Dieter, mal sehen, was Dieter zu bieten hat. Einverstanden? Dieter? Gut. Ein Mann, der klagte mir sein Leid, er will für sich alleine ein Weib und sei es im Rollstuhl drin, gelähmt an beide Beine. Ui, ui, ui. Gelähmt an beide Beine, so steht. Ah, klar, hallo. Alles schön. Ja? Ja, klar. Also. Wunderbar. Und müsste er ihr den Hintern selbst so täglich gründlich säubern, das machte nichts, wenn er nur sie hat täglich zu betäubern. Er will der Herr sein, sie die Sklavin. Sie müsste alles tun, doch dann wird er ganz dankbar sein und mit ihr glücklich ruhen. Das ist alles. Mehr ist nicht bei Dieter. Dieter ist für Dieter zu viel. Ja, nee, aber ich wusste gar nicht, dass ich so Sprachen darf. Bitte? Ich wusste gar nicht, dass du so gut schreibst. Toll. Nee, das ist Frau Helga Götze. Ach so. Frau Helga Götze. Das ist eine Frau. Die. Feige. Oi, oi, oi. Du haust mir aber ganz nett was zu. Ich habe mir die Einladung nicht genau durchgelesen. Ich war so fixiert auf dich und alles andere war mir egal.
Okay. Gehirn etwas klären. Noch einen, ja. So, ja. Bums, es gelingt. Mal sehen. Also ich schlage vor, dass wir uns reintun, was unter Bums, es gelingt. Ja, Bums, es gelingt. So, das will ich jetzt hören. Das willst du hören, ja? Ja. Gut, okay. Also Bums, Ausrufezeichen, es gelingt. Punkt. Es ist so reizvoll, Ausrufezeichen, Erkenntnis zu finden auf Plätzen, wo man nicht sucht. Punkt. Beim Kleinkinderturnen zum Beispiel habe ich Folgendes gehirnlich gebucht. Doppelpunkt. Also wo beim Kleinkinderturnen? Na, jetzt kommt irgendwas über das Kleinkinderturnen. Ja, willst du hören? Ja, ich höre alles gerne. Okay, also. Frau Helga Götze hat Folgendes gebucht. Will so ein Wesen Purzelbaum machen, dann gelingt es im Ruck und im Nu. Schließt so ein Kleines die Augen und springt ohne zu denken drauf zu. Bums, es gelingt. Will einer lieben und steht so im Raum und denkt an jeden Schritt, dann will wohl das Hirn und die Augen, die gucken, doch der ganze Leib macht nicht mit. Und denkt so ein Menschlein an all diese Schriften und Worte und Bilder zu viel, dann ist unser Armer auseinandergerissen und ihm gelingt kein Spiel. Wunderbar. Drum rate ich allen, denkt nur an das Ziel. Denkt tief und innig, ich will. Ja, mal sehen, ob es auf der anderen Seite weitergeht. Nein, es hat aufgehört hier. Ne? Also. Hier, das nächste heißt Kirche. Auch noch was über Kirche. Hier, Frau ohne Kirche. Also, ne, irgendwas über Kirche, mit Kirche, irgendwas mit Kirche gefällig. Ja, hier, wie ist die Meinung der anderen? Ja, was mit Kirche? Ja, einverstanden? Gut, also noch was mit Kirche. Also, es fängt an mit, mein Briefträger sagt, man muss sich an Jesus halten, um frei zu sein. Ich bin so dankbar, dass meine Eltern mich zu ihm gebracht haben. Punkt. Ihr Sohn ist eingesperrt. Hätte er Jesus, er wäre frei. Also das geht mir etwas gegen den Strich jetzt, muss ich sagen. Also darf ich sagen, sagen wir mal so. Also über Jesus würde ich gerne ausführlicher ein paar Sätze verlieren. Ich passe mich aber hier dem Text an. So. Ach Menschlein, welche Lehrformel. Jesus war ein Rebell. Er wurde gefangen und gehängt, weil er tat, was ihm seine eigene Entscheidung befahl. Und sie befahl, Menschlichkeit geht vor Gesetz. Darum musste er sterben. Das war's. Menschlichkeit geht. Mein Briefträger sagt, also ne, der Briefträger sagt. Das nächste heißt Pamela oder Pamela, diese Hure. Das will ich natürlich wissen. Ne? So, ja. Ja? Darf ich? Ja, ich darf. Pamela aus Amerika, pfui diese Hure, Abortus im vierten Monat, Fieber und Blut, diese, Ausrufezeichen, Igitt, wieder Ausrufezeichen, die wird das überlegen, immer noch Ausrufezeichen, was, Fragezeichen, naja, das Ficken, wenn das das Ende vom Spaß ist, Punkt. Und liegt und blutet, das Laken, kommt die Schwester und zieht es ihr weg und zischt, ihr erbittert und boshaft, Doppelpunkt, wörtliche Rede, du Schwein, Krieg muss sein, aber ficken, du alte Sau, versteht nichts, Punkt. Blutet, Ausrufezeichen, Dirne, Ausrufezeichen,
letzter Dreck, Gedankenstrich, unverheiratet, Gedankenstrich, fickt, Ausrufezeichen. Schwamm, eine fromme Schwester von Maria Hilf, christliche, katholische Schwestern, aber doch nicht Schwester einer Sau, Ausrufezeichen. Keusche Jungfrauen, Ausrufezeichen. Gott im Himmel gefällig, Gedankenstrich, unbefleckte Wesen, Punkt. Sau, Miststall, diese Hirne, Ausrufezeichen. Diese Kirche, das Haus eines Herrn, der Sexualneurotiker ist mitsamt allen seinen Schafen, Ausrufezeichen. Pamela, oder Pamela, dich liebt Pan, der Gott auf der Erde, Gedankenstrich. Zwischen uns, Gedankenstrich, in uns, Punkt. Das war's. Ja, Pamela. Noch ein, noch ein. Super. Noch ein. Noch ein. Hallo. Noch ein. Und Gott, das ist ein Schwein. Hier, das heißt. Und Gott, das ist ein Schweinehirte. Es war ein kleiner Waisenknab. Der Vater, der war tot. Das Mütterlein freit wiederum. Fürs Kind blieb ihr kein Brot. Da kam das Kind ins fromme Haus zu all den frommen Herren und einer sagt ihm ernst und mild, wir haben dich so gern. Wir wollen doch dein Bestes nur. Denk doch mal drüber nach, dann findest du der Sünde Spur verteilt den ganzen Tag. Moment. Und lästlich ist der Sündenpfuhl, man kann es nicht recht sagen, doch will ich es, so schwer es fällt, vor dir doch einmal wagen. Wenn du den Pimmel, weißt schon wen, im Bett so tust berühren und ihn bewegst, und er wird groß, und du kannst hart ihn spüren, doch dieses Reiben, dieses Müssen ist widerlich wie's Vieh. Und eigentlich fasst man ihn nicht. Vermeiden kann man's nie. Und tust du's doch, du tust's bestimmt, du altes Ferkel, du. Und masturbierst so hin und her, du gibst doch keine Ruhe, dann sag ich dir, und Gott sieh zu, der Samen darf nicht spritzen, der ist so kostbar und verstreut, kann er doch keinem nützen. Du masturbierst, hast du gehört, und immer, immer mehr, doch ganz zum Schluss hältst du ihn an, das sag ich. Bitte sehr. Die Sünde kann noch lässlich sein, die kann man schlecht vermeiden. Doch hör, mein Sohn, nimm dich in Acht, sonst mag dich keiner leiden. Wenn Unkeuschheit und Samen laufen und nackigte Gedanken, dann droht dir Gott und er straft dich, du musst mir so heiß danken, dass ich den Weg, den Rechten dir voll Ernst und Sorge weise. Und sonst, mein Sohn, hörst du mir zu, ist alles nur noch Scheiße. Die Sünde übermannt dich so, und du kannst nicht zurück. Jedoch vertrau mir, guter Sohn, denn ich will nur dein Glück. Du kommst zur Beichte und erzählst die ganzen schlimmen Sachen. Die Strafe nimmst du willig an, dann kannst du wieder lachen. Dein Hirte bin ich immer da für unseren lieben Herrn. Und bist du brav, du Ferkelsohn, dann haben dich alle gern. Es war ein kleiner Waisenknab.
hat keinen Vater mehr. Und Gott, das ist ein Schweinehirt. Verstanden? Bitte sehr. Das ist großartig. Auch toll, die Lese. Super, die Lese. Das ist okay. Hier, noch ein Gedicht. Nee, echt? Ja, noch ein Gedicht. Echt toll. Psychopathen soll man meiden. Sie saugen und laugen einen aus. Gänsefüßchen, Schluss. Das ist schon der Schluss? Nein. Bravo. Herr Pastor, ist das wohl christlich gedacht? Was würde der Herr und Meister dazu sagen? Mir ist, was ihr einem meiner Geringsten getan habt, das tut ihr mir. Wer hat diese Menschen zu ihren Zwangsmechanismen gebracht, dass sie reagieren, wie sie müssen? Nicht wie sie wollen, Herr Pastor. Unsere Gesellschaft lernte unter einem der Kirchengründer, Entschuldigung, jetzt wieder Zitat, ich kenne das bisschen, der Eigenwille der Kinder ist zu brechen. Gänsefüßchen, Schluss. Sollte man nicht lieber diese Gesellschaft verbrennen? Hütet euch vor den Pharisäern und Schriftgelehrten. Es klingt mir so vertraut. Ich soll mich der Führung dieser Instanzen ausliefern. Moment. Die mir keinen Lebensraum zur Aktion zugestehen. Da der Berechtigungsschein der christlichen Universität nicht vorliegt. O Jesus, wie haben sie dich verraten? Ausrufezeichen. Wo hast du studiert? Fragezeichen, Ausrufezeichen. Mir ist, komma, zwischen den Menschen wie ich. Wenn man ganz unten bei den Entrechteten und Einsamen ist, komma, urteilt man nicht mehr. Punkt. Man stellt sich in den Fluss der Gewalten und versucht, geschickt die Strömungen nutzend, ein Wehr zu bauen, dass eine Steuerung und Bändigung entsteht, Deiche und Wälle und immer wieder neue Überlegungen, dass das Leben gedeihen kann. Dass das Leben gedeihen kann, nicht Tod und Verwüstung. Punkt. Das nächste heißt der Priester. Das würde ich gerne noch vortragen. Moment. Der Priester. Meine Mutter züchtigte mich hart, Komma. Schlug und strafte, Punkt. Was? Sie meinen, Komma, ich hätte eine schlechte Jugend gehabt? Aber nein. Ausrufezeichen. Ich hatte die Strafe verdient. Punkt. Jetzt bin ich Priester und habe Macht. Komma. Seelen gleich Erfahrung zu formen. Punkt. Mich zum Beispiel als Mann Weibern verweigern, Zucht zu fordern. Komma. Züchtigung wie Schlag und Strafe. Punkt. Das jedenfalls. Bei dem schönen Wetter, das ist jetzt schon so, 50 Jahre her, und den schönen Frauen, die hier hin und wieder rumlaufen. Ne? So, ne? Also, ne? Auch hier auf den Stühlen sitzen. Das Ding ist ja, das die, ist halt, ah, was? Das Ding ist ja jetzt 50 Jahre her. Das ist 50 ja, Jahre aber her. Weiß ich nicht, ob wir da Fortschritte gemacht haben. Frauen, dass sie auch selbstbestimmter einfach über sich und ihre Sexualität entscheiden, verfügen konnten. Ja. Oh. Ja. 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 Und das scheint in den letzten Jahren wieder rückläufig zu sein, denn die gesellschaftliche Entwicklung. Ja, ja.
Also da gibt's Gegenströmungen. Ne? Vielen Dank, Jimmy, für deine Lese. Ja, auch. Oh, vielen Dank. Ja, prima. Danke.